So, und weiter geht's mit Need for Speed Most Wanted. Wir haben in der letzten Folge die Nummer 5 geschlagen und machen uns heute mal an die Rennen der Nummer 4. Ja, K.O.-Rennen machen wir wieder zuerst. Ihr wisst ja mittlerweile warum. Und, jo. Heute ist der vierte. Ja, heute ist der vierte. Morgen gibt es die Ankündigung von Assassin's Creed 3. Am 8. wird Mass Effect 3 released. Also es steht einiges bevor. Und was ich jetzt auch mittlerweile schon so ein bisschen eingeführt habe, ist, dass ich regelmäßige Spieletests mache. Also, jetzt nicht falsch verstehen, erstmal mich zu Ende reden, bevor ich jetzt Kommentare schreibe, was für Spieletests. Und zwar habt ihr ja wahrscheinlich schon mitbekommen, dass ich am RPG Maker ein bisschen was mache. Und dazu braucht man natürlich regelmäßig ein paar Tests. Also, man könnte es eine Art Beta-Test nennen. Die aber jetzt theoretisch nicht so ausgefeilt sind wie Beta-Tests oder Demos, sondern einfach nur kurz zeigen, ob alles richtig funktioniert. Und die schicke ich jetzt regelmäßig mehr oder weniger. Oder weiß ich nicht, ich habe jetzt bisher hingeschickt. Also, dass ich die dann halt ab und zu Blub schicke zum Beispiel. Und die dann einfach mal überprüfen lassen, ob er noch Fehler entdeckt, die ich irgendwie gar nicht gesehen habe oder so. Und ich kann das ja mal so machen, dass ihr auch daran teilhaben könnt, aber dann eher in einer anderen Form. Ich muss mir da noch ein bisschen was überlegen. Denn ich will das Ganze ja speziell auch für 3000 Abonnenten-Special machen. Da brauche ich ja jetzt nicht unbedingt jede Woche oder so dann so ein Demo-Download, wo ihr dann ein bisschen weiterspielen könnt als schon als letzte Mal und dafür dann irgendwie später ganz durch seid und dann schon alles gesehen habt. Das ist ja nicht ganz der Sinn. Eventuell, wenn ihr da Bock habt, mal quasi kleine Beta-Tests dazu spielen. Dann könnt ihr mir das gerne sagen, dann schreibt mich einfach per PN an oder so. Und ich werde dann versuchen, einfach mal Sachen hochzuladen. Also, ja, die Spiele-Tests, sag ich mal, die Demos hochzuladen bei Mediafire. Und die dann quasi euch zukommen lassen, aber eben nur ein paar. Und dann lasse ich euch das Spiel testen. Und ihr könnt mir dann sagen, was euch vielleicht nicht so gut gefällt, oder was man vielleicht, oder was ich noch übersehen habe, was man eigentlich irgendwie hätte retuschieren müssen oder sonst was. Würde mich eigentlich freuen, wenn sich da ein paar melden würden, damit ich einfach nicht nur eine Meinung habe, sondern mehrere Meinungen. Ich will jetzt aber auch nicht 100 Meinungen haben, sondern ich dachte eher so an höchstens 10. Aber ich würde mich da freuen, wenn ihr euch da quasi zu bekennt. Ich werde da natürlich, wenn ihr daran Bock habt und ich euch irgendwie ausgewählt habe, kann auch sein, dass ich nur ein paar melde und ich dann alle auswähle, sag ich mal. Muss ja nicht unbedingt ein Wettkampf sein. Dass ich dann den Leuten regelmäßig die Tests zuschicke, die Download-Links. Und ihr mir dann einfach, nachdem ihr es gespielt habt, kurz sagt, wie ihr es fandet oder sonst was. Dazu will ich jetzt noch mal ganz kurz Informationen rausgeben, und zwar werdet ihr, wenn ihr dieses Spiel denn wollt, werdet ihr ein besonderes Runtime-Package brauchen. Das werde ich euch dann natürlich mitschicken, das braucht ihr nur einmal. Und was ihr außerdem machen könnt, ist euren Spielstand behalten. Ihr könnt also theoretisch daran selbst rummakern und sonst was, oder ihr könnt das auch weiterhin spielen, wenn ihr da Bock drauf habt. Obwohl es da halt noch recht wenig Content gibt. Aber ihr könntet theoretisch auch euren Spielstand behalten. Und wenn ich euch die nächste Demo schicke, könnt ihr einfach den Spielstand reinkopieren und mit den ganzen Neuerungen drin. Ich habe jetzt leider nicht so was Tolles wie, weiß ich nicht, wie die ganzen anderen Entwickler, die einfach irgendwie ein Update machen, dass sich das automatisch updatet. So, das kann ich leider mit dem RPG Maker nicht machen, soweit ich weiß. Und deswegen würde ich das so gerne machen, wenn sich da ein paar melden würden. Wie gesagt, fände ich das ganz nett. Habt da vielleicht auch Bock drauf, einfach mal schon mal so ein Spiel zu sehen, was denn dann von mir erstellt wird. Ich muss da aber, bevor ich da jetzt wirklich das Ganze, ich sag mal, in die Closed Beta gebe, will ich da, oder Closed Alpha,
noch eher. Das geht jetzt eigentlich mehr um so Gameplay-Sachen anstatt Story-Sachen. Weil da noch nicht ganz so viel da ist. Da will ich erstmal noch ein bisschen Zeit schaffen, bevor ich das Ganze überhaupt mache, denn ich bin, wie gesagt, noch nicht ganz so weit und so ein paar grundlegende Sachen will ich halt vorher noch einfügen, bevor jetzt, also das Blöde ist nämlich zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Tag-Nacht-Zyklus einbauen sollte, also werde ich wahrscheinlich, wenn ich das schaffe, scheint nicht ganz so schwer zu sein, wenn ich das schaffe, also einen Zyklus einzubauen, und euch halt vorher eine Version schicke, wo der nicht drin ist, dann kann es sein, dass der bei euch irgendwie nicht aktiviert wird oder das Ganze durcheinander kommt und so weiter. Deswegen so ein paar Sachen, also wie zum Beispiel Spielerweiterung, dass ihr jetzt in ein anderes Gebiet könnt als noch in der letzten Demo, das ist kein Problem. Aber solche elementaren Sachen wie Tag-Nacht-Zyklus oder sonst was, da muss man dann teilweise das Ganze schon mal vorprogrammiert haben, bevor man das jetzt rausgibt oder halt seinen alten Spielstand da rein importiert. Zumindest denke ich das so. Also bei der Uhr zum Beispiel, mit dem Zyklus, wäre es zum Beispiel nur möglich, dass der zu einem bestimmten Zeitpunkt startet. Und der Zeitpunkt soll natürlich starten, wenn das Spiel anfängt. Also sobald man sagt, okay, ich möchte ein neues Spiel starten, fängt der Zyklus an. So, wenn ihr das Spiel jetzt schon vorher habt ohne diesen Zyklus und schon eine Stunde gespielt habt und erst dann dieser Zyklus dazukommt oder ihr den Zyklus gar nicht mehr aktiviert, weil ihr in diesem Gebiet gar nicht mehr wart, wo er aktiviert wird, dieser Zyklus, das ist nämlich immer ein spezieller Punkt, der aktiviert wird, dann wird das halt eventuell ganz ausgelassen oder es kommt halt ein bisschen durcheinander. Kann ich mir gut vorstellen. Deswegen, also da möchte ich mir noch ein bisschen Zeit lassen. Außerdem halt so kleine Sachen wie zum Beispiel, weiß nicht, dass man beim Levelaufstieg sieht, welche Statusveränderungen steigen. Angriff steigt um 1, Verteidigung steigt um 2 und sowas kennt ihr bestimmt von Pokémon zum Beispiel. Sowas will ich zum Beispiel noch einbauen. Dazu, will ich das Ganze aber auch erstmal fertig haben, bevor ich das jetzt schon rausgebe. Oder auch so, ja, mehr oder weniger unwichtige Sachen, wie dass man den eigenen Namen ändern kann. Also man, wenn man dann einen Charakter hat, dass man dann eventuell sogar noch auswählen kann, männlich oder weiblich. Oder dann halt den Namen festlegen kann, der heißt so und so und dass das dann eben in verschiedene Sachen eingefügt wird. Hier, so und so. Guten Morgen, so und so. Und wenn ich halt sowas erst später einbaue, dann denke ich auch, dass es da ein paar Probleme geben wird, weil man dann den Namen irgendwie erst mitten im Spiel eingibt oder so. Das ist auch irgendwie komisch. So, ich muss mir jetzt ein bisschen sputen hier. Ich will den Typen noch überholen. Sonst bin ich nämlich raus. Und das wollen wir nicht. Also so viel erstmal dazu. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, dann schreibt mir eine PN, am besten kein Kommentar, sondern PN. Und eventuell gucke ich dann, wie viel ich dafür nehme. Wie gesagt, ich nehme nicht alle. Also eventuell nehme ich alle, kommt drauf an, wie viele sich dafür denn melden. Aber doch, da hätte ich schon Lust drauf. Und wenn das Tutorial dann dazu startet, könnt ihr theoretisch auch selbst loslegen. Und mir eure Spiele mal schicken, wenn ihr wollt. Mache ich gerne. Und das wird bestimmt alles ganz schön. So, komm, da ist er fast. Oder wir haben ihn fast, so. Okay, soweit so gut. Okay, ich hatte irgendwas anderes noch geplant zu sagen. Hab's aber schon wieder vergessen. Was war das denn? Ach Mensch, das gibt's doch gar nicht. Jetzt habe ich das wirklich vergessen. Ach meine Güte. Ich hab's wirklich vergessen gerade. Bremst du mal ein bisschen? Ah, falsche Richtung. So, okay. Vielleicht haben wir's. Eventuell, wenn jetzt kein Auto in mich reinrast oder sowas. Und wir haben's. Ah, nice.
Gut, das war aber noch mal ein bisschen knapp gegen Ende. Gut, schon mal ganz kurz, der... Ne, warte, wo bin ich gerade? Okay. Denn ich sehe gerade noch so, so eine Radarfalle links neben mir. Können wir eventuell noch kurz machen, wenn ich das schaffe. Ach, das war die Scheißstelle hier. Ach Gott. Ah, da haben wir's. Das ist jetzt, glaube ich, noch vom letzten Mal gewesen. Ja, ist noch vom letzten Mal gewesen. Die bleiben also aktiv. Finde ich gut. So, ein bisschen Zeit haben wir noch. Mautsteinrennen, würde ich sagen. Machen wir das lange Mautsteinrennen oder längere. Ach gut, aber irgendwas wollte ich noch sagen. Ist ja gar nicht. Ich könnte jetzt wieder was zur Assassin's Creed 3 sagen, aber das, nee. Apropos, wenn ich die Folge hochlade, ist nicht der 4., sondern der 5. Also ist die Ankündigung schon draußen, aber ist jetzt was anderes. Zu irgendwas wollte ich noch mal was sagen. Das ist, ach, kennt ihr das, wenn ihr einfach plötzlich komplett vergessen habt, was ihr wolltet und dann irgendwann, wenn ihr, so wie jetzt, wenn ich die Aufnahme beende, dann weiß ich es wahrscheinlich wieder sofort. Das war, glaube ich, auch zu irgendeinem Spiel. Ach so, genau. Da habe ich die Erinnerung wieder. Und zwar Vessel, da habe ich gestern ein Let's Show hochgeladen. War recht beliebt bei euch. Hab mir deswegen auch nochmal überlegt, das Ganze dann doch nochmal in engere Auswahl zu nehmen. Also, das ist vielleicht früher Let's Player als geplant üblicherweise. Muss ich aber mal schauen. Und ja, also gefällt mir recht gut das Spiel. Ich muss sagen, hätte ich jetzt auf den ersten Blick gar nicht gedacht. Ich habe mir das vorher schon mal angeguckt und gedacht so, aha, nee, weiß ich nicht, ist jetzt nicht so ganz meins, hab's dann aber trotzdem eben angetestet und es war doch ganz gut. Ich denke, das wird dann auch noch ein bisschen kniffliger auf jeden Fall. Und ja, wie gesagt, also ich kann versuchen, da das Ganze ein bisschen weiter vorzuziehen. Ich habe aber momentan, oder ich hätte so viele Projekte, die ich machen könnte, also jetzt wegen dem neuen Design, ich habe jetzt auch ein neues Hintergrundbild gemacht, es passt nicht so ganz in das Design rein, das liegt aber wirklich an dem YouTube-Design. Könnte man das wieder anpassen, so wie sonst immer, dass man irgendwie die Farbe rot machen könnte oder so, oder den Hintergrund ein bisschen transparent oder so. Wäre wieder alles in Ordnung, aber es ist leider weiß komplett und ich kann auch nichts verschieben oder sonst was. Scheiß YouTube-Hintergrund oder scheiß YouTube-Design für den Kanal. Aber gut, lässt sich nicht ändern. Ist leider jetzt so. Spätestens in 2 Tagen hat das jeder. Und, jetzt hab ich schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Genau, ich habe viele Projekte, beziehungsweise hätte viele Projekte, die ich machen könnte, die ich furchtbar gern machen würde. Es, wäre an 2 Händen wahrscheinlich kaum abzuzählen. Also, ich könnte mal aufzählen, welche so in näherer Zukunft liegen würden. Unter anderem eben die SNES-Spiele, dafür würde ich dann eine eigene Rubrik machen, also quasi eine eigene Reihe, quasi nicht als Hauptprojekt, sondern als Retro-Projektreihe. Mit Secret of Mana, ja, Chrono Trigger, Terranigma, Zelda und sowas. Dann dazu eben nach Need for Speed, Just Cause 2 ist ja schon angefangen. Und was könnte ich denn dann noch machen? Ja, Mass Effect 3. Warum zeigt der Pfeil in die falsche Richtung gerade? Egal. Ja, jetzt fällt mir gerade natürlich nichts ein, wo ich das schon besprochen habe. Ach, ein Rennen können wir noch kurz machen. Machen wir jetzt noch... Das nicht. Runden 4! Habt ihr den Arsch offen? Alter. Okay, da freue ich mich ja jetzt schon nicht drauf. Maximales Kopfrisiko, das gefällt mir aber nicht so. Mach mal das hier. 4 Runden, ey. Am Arsch offen, ey. Okay, egal. Ah, der Wagen rechts sieht auch nice aus. Hat das gleiche Vinyl wie ich, aber in anderer Farbe. Sieht aber auch nicht schlecht aus. Achso, dann nochmal zu den Projekten. Ja, ich kann mir da noch einiges vorstellen. Also allgemein die ganzen RPGs, die ganzen guten werden noch kommen. Was ich mir vorgestellt habe noch, war Dragon Age. Wobei ich dann nur den ersten Teil machen werde, weil Teil 2 scheiße ist.
Und Teil 3, dafür müsste ich erst Teil 2 gespielt haben und das will ich jetzt eigentlich nicht unbedingt. Knights of the Old Republic, also KOTOR. Was wird denn da noch folgen? Also jetzt abseits von Rollenspielen wird da auch noch kommen. Alan Wake habe ich vorgenommen, mir das noch das irgendwann noch zu Let's Playen. Wahrscheinlich auch bald schon, weil ich eigentlich wirklich Bock habe auf das Spiel. Es soll wirklich ziemlich gut sein. Und da jetzt auch die PC-Importierung erfolgt hat bei Steam. Und es eigentlich recht billig ist. Also ich warte da noch ein bisschen, bis es noch ein bisschen billiger ist, aber man kriegt es, glaube ich, schon für 30 Euro oder so. Und es geht eigentlich. Dafür, dass es jetzt mehr oder weniger gerade für PC rausgekommen ist. Wobei es natürlich auch früher schon auf Konsole gab. Aber trotzdem finde ich eigentlich recht günstig und werde ich mir holen auf jeden Fall. Let's Playen wahrscheinlich auch und wahrscheinlich auch nicht allzu ferner Zukunft. Und natürlich solche Pflichtsachen wie GTA 5 und so. Dauert alles aber noch ein bisschen. Was wäre denn noch in näherer Zukunft? Was fällt mir denn da jetzt gerade noch spontan ein? Ach, das ist so. Klar, wenn man sagen möchte, man hat so viele Projekte, dann kann man natürlich nicht mehr alle abzählen. Ja, gut, die Tutorials kommen natürlich dazu, ne? Das Tutorial, was ich jetzt geplant habe vom RPG Maker. Was kommt dann noch so? Das habe ich total vergessen, irgendwie. So, das ist unwichtig. Gut, aber dann können wir theoretisch erstmal wieder abbrechen hier. 4 Rennen oder 3? Weiß ich gar nicht. 3 Rennen haben wir geschafft. 4 Rennen sogar. Ha. Ich habe sogar schon wieder direkt vergessen, als ich die letzten Rennen gefahren bin. Egal, 4 Rennen geschafft, ist eine gute Bilanz. Und ja, was mich auch ein bisschen am, was ich jetzt nochmal kurz sage, was mich noch ein bisschen am YouTube-Design stört, vom Kanal her, meine ich, ist, dass ich keine lange Info einfügen kann, so wie ich es sonst mal hatte, mit Playlist und Links, geplante Projekte, abgeschlossene Projekte, geht leider nicht mehr, warum auch immer, beschränkt auf 100 Zeichen, was ist das denn bitteschön für eine Beschreibung, also, funktioniert nicht mehr, wenn ihr irgendwie sehen wollt, was ich für Projekte schon gemacht habe, müsst ihr auf Videos klicken und auf Playlists und dann seht ihr eine Übersicht. Kein Plan, wer sich das ausgedacht hat. Ist auch egal. Würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Rennfahren. Also, bis dann. Ciao.